Gentlemen, es ist mir eine besondere Freude, Ihnen eine Frau vorzustellen, die niemandem mehr vorgestellt werden muss. Eine große Schauspielerin, die zum ersten Mal in London ist. Marilyn, ist es wahr, dass Sie im Bett nichts weiter tragen als Parfum? Da wir in England sind, würde ich sagen, ich schlafe in nichts weiter als in Yardley's Lavender. Ich wollte Sie schon so lange treffen. Diese Geschichte erzählt von einem Wunder. Miss Monroe. Marilyn ist noch nicht fertig. Entschuldigung, ich sehe furchtbar aus. Von ein paar Tagen in meinem Leben, in denen ein Traum wahr wurde. Haben Sie Angst vor mir, Colin? Nein. Gut, denn ich mag Sie. Colin, ist alles okay? Miss Monroe brauchte ein paar großen Kartons Hilfe. Was macht Marilyn mit meinem dritten Assistenten? Überraschung! Komm zurück! Colin! Ich hab was im Auge. Ich kann nicht sehen. Denken Sie bloß Ihr Herz nicht so sehr an diese Frau, Junge. Marilyn Monroe soll für dich schwärmen? Ich bitte dich. Sie bricht Herzen. Sie wird auch ihres brechen. Ich würde ihr an ihrer Stelle das kleine, verirrte Mädchen nicht abkaufen. Die weiß doch ganz genau, was sie tut. Das Einzige, was die Leute sehen, ist Marilyn Monroe. Wie mag es wohl sein, wenn man die berühmteste Frau der Welt ist? Du kannst damit aufhören. Vergiss Marilyn Monroe. Vergiss Hollywood. Lass alles hinter dir. Erste Liebe ist eine so süße Verzweiflung, Colin. Soll ich sie sein? Wer? Marilyn.